Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 1, dem Sirenendurchlauf. Ja, ich bin aktuell ein bisschen angepisst, denn Neo 2 ist nach wie vor nicht im Laden, obwohl ich es eigentlich spielen wollte. Leipziger Buchmesse fällt aus, das bedeutet, ich habe keinen Grund drüber in den Osten zu fahren. Und ja, ich werde die ganze Zeit über auf Arbeit von Arbeit angeschrieben, ob ich nicht vielleicht hier mal nur davon sprechen könnte, ob ich vielleicht im Krankenhausbett arbeiten könnte. Und nicht so, nein, jetzt habe ich Urlaub und jetzt will ich auch mal ein bisschen Erholung haben, ey. Das ist ja wirklich katastrophal, was gerade wegen einem bestimmten Virus los ist, ey. Das ist ja hier, als ob die Welt gerade untergeht, ne? Nur, dass Zombies überhaupt auf der Straße rumlaufen. Jetzt mal ohne Mist. Obwohl Zombies, ne, dann würden die Leute wenigstens mal wieder mal ein bisschen mehr vernünftiger werden. Weil jetzt durch die ganze Virus, durch die ganze Hysterie, der ganze Wahnsinn, auch die Politiker, was die so für Mist gerade aktuell abziehen, da kann ich einfach nur lächeln oder den Kopf schütteln oder mir mit der flachen Hand direkt auf die Stirn hauen und ja, ich habe gar nicht erwähnt, was wir heute machen, denn wir müssen nämlich Jack sein Auge rausballern. Und dafür bin ich natürlich der richtige Mann. Stirb! Das ging schnell. Da ist er, glaube ich. Boah, der macht aber Schaden, sag mal. Hat mir auch so das Schild weggeballert. Ich könnte auch mal einen neuen Schild gebrauchen. Aber ja, Leute drehen durch. Dreht ihr auch schon alle durch? Ja, kein Klopapier mehr in den Läden, was? Noch keine Konservendosen mehr, ne? Weil die ganzen Leute überall rum... Warte. Weil die ganzen Leute halt die ganzen Hamsterkäufe machen, ne? Es gibt ja nichts mehr. Ne? Aber jetzt mal ernst, wenn es wirklich eine Apokalypse geben würde, wenn hier wirklich hier die Zombies auf der Türschwelle stehen würden, ne? Ich glaube dann, das wäre dann der Punkt, wo die ganzen Menschen wieder vernünftig werden würden. Ich bin ehrlich. Also so aktuell, wie das gerade ist, ne? Katastrophe. Hey, Jake. Der hat mich aber ganz gut erwischt, wa? Oh, das tut weh, das sind Schmerzen. Das tut weh. Alter, finde, tut das weh. Das sind ja Hammerschmerzen, sag mal. Ich brauche ein Medipack. Obwohl, warte mal, ich heile mich auch eigentlich, weil ich Dinge mache. Ha! Theoretisch dürfte ich jetzt nicht wissen, wo ich bin. Halt ich auch im Auge, Jack. Ja, schmilzt dahin. Er ist weg, warte. Da, ich sehe die Nummer noch ploppen. Dann erwische ich sie noch, dann erwische ich. Du bist nicht River Bautzlot, Kumpel. Dich erwische ich. Oh, das war... War schon ein ordentlicher Schuss, wa? Kann ich gerade auch nicht werfen. Da, tot. Der hat es ja ganz schön spannend gemacht, der Krepel. Mitnehmen, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, bitte, gib mal dein Auge her, Jack. Der einäugige Jack hat sein letztes Auge verloren. Und gibt was Schönes. Ne. Lass mal liegen. Brauche ich nicht. Aber ja, Neo, ja, wollte gerade weiter erzählen, ne? Neo 2 werde ich spielen, ne? Sobald es draußen ist, ne, habe ich ja versprochen gehabt. Ich sag mal nicht, dass ich der beste Dark Souls-Spieler bin. Ich kann sagen, ich habe Demon's Souls durchgespielt, ich habe Dark Souls durchgespielt, ich habe Bloodborne durchgespielt, Sekiro habe ich nicht gespielt, weil da irgendwie ein anderes Spiel dazwischen kam, was ich spielen wollte. Aber an sich, ja, mit der Souls-Formel bin ich ja vertraut. Es kann auch passieren, dass ich halt während des Videos ganz... Das Komische am Verkaufen ist, dass jeder kaufen muss, aber niemand verkauft werden will. Nicht jeder hat ein Händchen fürs Verkaufen. Du zum Beispiel. Du akzeptierst immer den ersten Preis, versuchst nicht mal zu feilschen. Wenn du die Kammer findest, brauchst du einen Partner, der sich mit dem Verkauf auskennt. Einen Partner wie mich. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe gerade einen Faden verloren, bevor Markus mich unterbrochen hat. Also ich muss mal sagen, ich habe gerade wirklich keinen Plan, was ich sagen wollte.
Ja, genau, Souls 3, mit der Souls 3 bin ich vertraut, kriege ich hin. Allerdings bin ich halt so ein Typ, der auch gerne mal das Pad in die Ecke wirft, die lang, also wie soll ich sagen, Abonnenten, die schon seit längerem an zu folgen, die wissen, dass ich auch gerne mal laut und böse werden kann in meinen Videos, wenn mich eine Stelle anpisst und ich einfach nicht weiterkomme. Und das wird natürlich eventuell auch vorkommen, ne? Dass ich dann eventuell rumfluche und dann dort böse werde. Es liegt dann aber nicht daran, weil ich Choleriker bin, sondern es liegt halt daran, weil ich dann halt ziemlich angepisst bin. Was halt vollkommen nachvollziehbar ist, wenn dann halt einfach eine Stelle nicht so funktionieren will, wie sie funktionieren sollte. Ja. Du musst jetzt keine Warnung, ne? Aber dann sehe ich Bock. Naja, ich habe mir sagen lassen, es soll härter sein als, wie soll ich sagen, Dark Souls. Wo ich mir dachte, wie kann das bitte schön sein? Aber okay, von mir aus. Hä, was? Moment. Ich könnte schwören, habe ich das nicht schon im letzten Part gemacht, das Quest? Nee. Hier gibt es also noch ein paar. Okay. Du brennst nicht, Kumpel. Du brennst ebenso wenig. Ah! Jetzt brennst du. So, du bist tot. Du bist auch tot. Aber ist ja vollkommen menschlich, ne? Ah, ich wollte halt nicht runter. Weil da muss man ab und zu mal ein bisschen Frust rauslassen. Ich lasse jetzt auch gerade ein bisschen Frust raus, ja? Nur ich probiere jetzt nicht erst drüber rum, aber an sich. Ich spiele jetzt gerade wirklich nur, weil ich übelst Frust habe und ich ziemlich angepisst bin, weil ich nicht auf die Leipziger Buchmesse gehen kann, weil es dieses Jahr ausfällt. Ich kann nicht rüber in den Osten und meine ganzen Kumpels wiedersehen. Das ist einfach nur ziemlich große. Ja, ich wollte gerade ein böses Wort sagen, aber naja. Ja, und wenn ich dann auf 180 bin, ich glaube nicht, dass ich mich dann halt zurückhalten kann, ne? Dann werde ich dann schon ganz laut rumfluchen und böse werden, ne? So, Beweismittel hier ablagern, hier. So. So, Schnellreisestation ab nach New Haven. Wir müssen uns die Belohnung abholen und dann geht es natürlich auch weiter mit der Hauptstory. Ich bin gerade überlegen, was kommt jetzt eigentlich als nächstes dran bei der Hauptstory? Ich weiß gerade gar nicht. Eine Medi-Ampulle brauche ich gerade noch. Hast du da Medi zum Heilen? Nein, aber Munition hast du da. Wenigstens etwas. Verzeihung, ist nur Corona. Ey, ist ein kleiner Spaß, ne? Also, man muss schon ein bisschen vorsichtiger sein, wa? Ey, irgendjemand hat meine Karre geschrottet. Was für Idioten. Ballern einfach mein Auto kaputt, das kann ich doch nicht einfach so machen. Okay, sie haben es getan. Man sieht ja, es ist Obst im Haus. Was war das? Ich hab gerade was gehört. Ach, da. Ein König. Ja, Zeit, den König zu springen, ne? Du bist Schachmatt-Kumpel. Und das sind einfach nur Bauern, okay. Nehmt das hier, Bauern. Und du auch. So, jetzt hier Schnellreise. Ich muss hier ein bisschen was erreichen. Ich hab's eilig. Da kann ich mich nicht mit jedem Gegner aufhalten. Ja, es gibt Erfahrungspunkte, gut und schön, aber ich will auch ein bisschen auch was hier machen, ne? Tea Time. Ich trinke Stückchen Tee. Wo ist die Teetasse? Da. Oh, schön, schön, oh, oh, das schmeckt. Wie das schmeckt, sage ich euch. Tee, einfach nur Tee, einfach nur Teebeuteltee, oh, herrlich. Das schmeckt. Ja. Tschüss, Markus, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, ne? Piers, du hast doch auch für mich irgendwas, ne? Was Schönes. Was Spannendes zum Spielen und Schokolade, ein wachsames Auge. Ja, das hier, was ich hier gerade habe, das ist viel besser, ne? Ja, guck hier, das zeige ich gerne mal. Ich zeig doch gerne mal, mit was ich hier rumballere. Das hier, das ist geil. So. Nächster Stopp, Fusel besorgen. Dafür müssen wir... Ach komm. Ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich dafür hin muss. Aber ich weiß, ich muss irgendwie... Da muss ich auf jeden Fall hin, in das Gebiet. Und hier rein. Nee, ich glaube hier. West Commons West. Da muss ich hin. Aber wo genau ich dann hin muss, das fragt ihr gerade den Falschen. Bei manchen Missionen sind schon zu lange her, dass ich absolut keinen blassen Schimmer habe, wo ich hin muss und was ich tun soll. Los geht's. Los, wo
So. Go, Ninja, go, Ninja, go, Ninja, go. Go, go. Jo, jetzt sind wir ja. Der Kartenausgang. Ach ja, stimmt. Oh, ich erinnere mich. Oh, wo ich das Quest gemacht habe, ich weiß noch. Oh, das dürfte einigen Leuten bekannt vorkommen. Und zwar, wo ich das Quest gemacht habe, da hatte ich einen Notfall im Krankenhaus gemacht. Da musste ich die Aufnahme unterbrechen. Und ich habe die PlayStation aber noch angelassen. Und konnte halt dann, als wir nach Hause kamen, dann an derselben Stelle weitermachen. Oh, das weiß ich noch. Ja, stimmt, dieser Notfall. Aber nee, wisst ihr was? Ich habe nämlich aus dieser Sache gelernt. Und es ist halt wirklich so, wenn mich die Arbeit anruft, ich gehe nicht mehr ans Telefon. Klingt komisch, ist aber so. Und wisst was, ist mir scheißegal. Wisst man, er hat ja auch noch andere Prioritäten, man hat ja auch ein Privatleben, man ist ja jetzt nicht nur 24/7 Doktor, man ist ja jetzt auch hier ein ganz normaler Mensch noch, ne? Aber Leute denken sich, oh nee, hier Überstunden, komm hier, mach mal. Bitte, ich hab schon genug. Ich hab ja letztes Jahr, konnte ich ja hier eine ganze Woche gehen. Oh, warte, was haben wir denn hier? Nee, lass mal stecken. Ich konnte ja eine ganze Woche zu Hause bleiben, einfach mal, weil ich so viele Überstunden hatte. Und ich hatte immer noch übelst viel noch übrig. 36 hatte ich noch plus gehabt, genau. Also, ich konnte eine ganze Woche zu Hause bleiben und hatte noch 36 plus gehabt. Jetzt denkt mal drüber nach, wie viel das gewesen ist, ne? An Überstunden, ne? Ne? Ah ja, die lassen das hier fallen, stimmt. Oh, warte, Truhe, warte. Prioritäten. Was denn, Eier? Die brennen? Ja, sollst du vielleicht mal zum Urologen gehen, ne? Nee. Ja, das ist mute. Glaubst du, dass du hier sein solltest? Eigentlich schon, ne? Arsch offen? Moment. Also, gucken wir hier. Feuer. Du magst doch Feuer bestimmt, ne? Mit deinem feinen Oberkörper, ne? Wir sind noch bestimmt irgendwo unter. Ja, du hast ein Schild, ne? Oh, du hast keins. Egal, bist halt tot. Eins. Verkaufen wir noch. Komm ab hier. Du willst noch? Ja, du hast ein Schild. Komm her hier. Bam. Ey. Jetzt aber. Ja, du hast doch bestimmt Fuße getürbt. Na bitte. Yo ho ho, eine Buddel voll rum. Why is the rum gun? Why is the rum gun? Yes, but why is the rum gun? Brauche ich nachladen? Hat endlich Muni, das muss ich noch nachladen. Na bitte. Snipern geht gerade ein bisschen schlecht, aber egal. Mensch, jetzt gehen wir hier eine schöne Runde, schön spazieren gehen, sammeln hier alles ein. Aber ja, da geht's weiter, da muss ich hin. Na, wo sind sie denn? Hier irgendwo sind sie, hier lauert überall Gefahr, hier musst du immer auf der Hut sein. Hm? Da, ich sehe dich. Erwischt. Aber Psycho ist mit Schild, ne? Ist mir einfach den nachfolgenden Teilen nicht mehr gewohnt. Aber ich könnte schwören, die haben da keine Schilde. Na? Na? Du auch, ja? Der ist bestimmt so ein Veganer. Ja, der tankt da hinten, natürlich explodiert das. Natürlich, so muss das sein. Ja, böse ist, ne? Proteine sind nicht mehr in. Heutzutage muss ja alles vegan sein, ne? Und bio. Das leuchtet aber so. Warte mal. Ist das nicht sogar Teil einer Nebenmission? Nee. Jetzt gerade nicht, aber ich weiß noch, da gab es eine Nebenmission. Da musste ich aufs Wasser schießen. Das weiß ich noch. Hier bitte, Dusch. Zeig dir gleich mal Dusch. Dusch! Aber der hat keinen Fusel gedroppt. Weil die Gegner sind ja eigentlich alle abgezählt.
Von dem her, die müssen eigentlich alle was dabei haben. Na egal. Wenn nicht, dann gehe ich nochmal aus dem Gebiet raus und wieder rein. Dann veranstalte ich wieder einen Massengenozid. Meine Güte. Wen interessiert es denn bitte schön, ne? Interessiert doch gar keinen. Wenn ich hier jetzt im Gebiet hier alles kläre, dann juckt es die Banditen im nachfolgenden Gebiet überhaupt nicht. So. Aus dem spawnt die eh wieder, wenn ich hier wieder ins Gebiet reinkomme, ne? So. Da, ich sehe dich, Kumpel, ich sehe dich. Du kriegst eine schöne Ladung Feuer ab. Sag dich doch. Erwischt. Allahu Akbar. Nichts da. Hier jagt sich keiner in die Luft. Na komm, brenne. Verkaufen. So. 10 Stück fehlen mir noch. 10 Gegner müssen noch was droppen. Ich bezweifle, dass hier noch 10 Gegner in dem Gebiet sein werden. Oh yeah. Kickstarter Hard. Ach da, warte. Seh ich, Kumpel. Dich sehe ich auch. Bap. Oh. Brennender Psycho, warte mal. Das ist für dich. Hey, komm her, komm her, yo. Ihr habt die mal nicht so. So, hier ist richtig. Das wollte ich einsammeln. Da ist noch was hier. So, ja, damit. Was zahlst du dafür? Schade, ich wollte noch seine Bauchmuskeln anfassen. So. Kann man nicht einsammeln? Ich habe genug Munition, ja, bitte. Warte auf den Radar, ich sehe da was, ich sehe da was. Warte, da, da ist noch einer. Kickstarter Hard. Vier Gegner fehlen noch. Hm, ich habe nicht getroffen. Seltsam. Ah! Vor allem, ich sehe das fast noch, denke mir noch so, ach, da muss ich mal ein bisschen vorsichtiger sein, nicht, dass die Idioten das noch abballern. Und dann im nächsten Moment ballern die es noch ab. Wenn ich auf welchen Hümpel dann sowas hier, denn die Fässer kann ich auch gerne abballern. Wie gefällt dir das? Granate, Flieg und Sieg. Da. So schmeckt das, so fühlt sich das an. Heißt, in einem Moment laufe ich noch wie Rambo durch die Gegend und bolze alles weg und dann bin ich nur so ein kleines japanisches Schulmädchen, na klar. Zwei Gegner fehlen noch. Hast du einen Fussel bei dir? Natürlich hast du den. Einer fehlt noch. Er kommt. So, habe ich. Ich habe alles. Jetzt kann ich wieder abhauen, ne? Ja, hier gibt es nur die eine. Gut. Spinnst du oder was? Der spinnt ja wohl. Die Spinnerbande. Ich kann mir überlegen, ob ich vielleicht noch den Rest hier auch noch umbringen sollte. Geben mir immerhin gute Erfahrungspunkte, muss ich auch dazu sagen. Ne? So. Auch nicht Säure, er schmeckt den. Ich hätte schwören können, dass da genau bei mir noch irgendwas gewesen wäre. Ich hätte gehen sollen, solange ich noch die Zeit hatte, wa? Na bitte, es geht doch. Ja, das war das einzige Zeichen, dass ich hier abhauen sollte. Von dem her, ich hau jetzt einfach mal ab. Ist mir egal, was die Leute sagen. Ich hau jetzt einfach ab. Tschüss. Ja, aber hier sind noch Gegner, die musst du umbringen. Nein, muss ich nicht. Jetzt lass mich in Ruhe. So. Ist mir egal. Ey, guck, habt ihr mal gesehen, wie stark ich bin, ne? Die Typen sind nur pure Zeitverschwendung. Ich glaube, ich habe mich verlaufen, wa? Ne, ich bin richtig. Moment. Da muss ich hin.
Jetzt stecke ich fest. Ja, es gibt nur im ersten Teil noch viel zu viele Orte, wo man sich einfach mal komplett verlaufen und feststecken kann, von dem her. Ja, aber so war es damals, ne? Wie komme ich hier wieder raus? Da lang, ja, das warum nicht gleich so? Munition noch mitnehmen, na bitte. Das Geld kann ich mir sparen, hier sind überall Truhen, wo man mal ein bisschen was einstecken kann. Da zum Beispiel nicht. Aber sonst war eigentlich schon, ne? Was geht ab? Ach nee, das Ding ist schon bereits in die Luft geflogen. Schade. Ich sollte gehen, ja, ich sollte gehen. Ich habe es selber vorhin noch gesagt und da lag ich schon fast am Boden. Ich sollte gehen. Ich gehe jetzt auch einfach. Punkt, das Ende. Nee, ich lasse mich jetzt auch nicht mehr ablenken. Ich gehe jetzt einfach. Ignoriere auch einfach die schönen Brustmuskeln von den Typen da, von denen wir einfach ignorieren. Die hauen einfach ab. So. Jetzt geplündert. Schnellere Station zu Crazy Earth Scrapyard. Tea Time. Jetzt brauche ich aber erstmal ein D. Tut das gut. Vielleicht habe ich dich angeschwindelt. Dieses Alien-Karten-Schwarten-Dings, das hat Krom. Der hat mich zweimal niedergestochen. Krom, ja, ja. Krom, den kenne ich noch. Sniper Island, wir werden kommen. Und weg hier. Boah. Ich brauche auf jeden Fall ein neues Schild, sag mal. Was siehst du? Ja, Gemäher. Hast du noch mal andere Quests, die so mit Gemäher? Chrom töten und ein bisschen hier Futter besorgen. Ja, kein Problem, kriegen wir hin. Erstmal noch das Nebenquest, genau. Du brauchst zu essen, das kriegen wir hin. Hm? So. Skickfleisch, warte mal, wo muss ich denn dafür hin? Bla bla bla. Ach ja, das ist jetzt direkt bei Chrom's Canyon, nicht wahr? Gehen wir da mal gleich mal hin. Obwohl, warte mal, doch, das ist direkt in Chrom's Canyon, steht auch dran. Chrom's Canyon. Hm? Passt schon. Das passt. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Ich glaube, ich sollte mal wieder anfangen, mal wieder in diesen Videos zu singen, denn das heitert ein bisschen so das Gemüt auf. Gehe ich mal von aus. Macht ja vielen Leuten Spaß, nicht wahr? Vor allem, wenn sie so Texte hier sind, betrillern können. Du bist ins falsche Viertel geraten. Na denn, tschüssi. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Hätte ich meinen Mann. Mach was. Na dann gehen wir mal nach New Haven. Meine Güte, habe ich Bock drauf. Sei gegrüßt. Helena Pierce hat weitere Jobs für dich in New Haven. Stirb, Claptrap, stirb. Oh, hab ich gerade wieder schlechte Laune. Das darf nicht wahr sein. Oh, ich wollte es mir nicht anmerken lassen, ne? Aber trotzdem, oh, dieses, immer wieder dieses. Hallo Reichname, ich war zum dritten Feierstau und neue Mission verfügbar. Oh, das nervt. Oh, da kriege ich immer so eine Krawatte, wisst ihr? Da kriege ich so einen Halt. Ja, Helena Pierce, ich komme ja schon. Ja, da ist ja die Alte. Was kann ich für dich tun? Ja, gib her die Mission. Ja, was denkst du, was ich gerade machen wollte, Claptrap? Hä? Was wollte ich gerade machen? Vor allem bei meinem anderen Let's Play, wo ich Roland gespielt habe, ne? Ich stehe vor Scooter, hab den schon angeklickt, also so hier angeklickt, so dass ich hier die Mission sehen konnte. Und was sagt Claptrap? Hallo Reisender, Scooter in New Haven hat neue Mission für dich. Ach so, warte mal. Direkt New Haven, vermisste Person. Okay, da gehen wir mal hin. Ja, warum denn noch nicht? Warte, verkaufen. Ich habe jetzt Zeug, wann muss ich loswerden? Ja, sind ja auch ziemlich Schrottwaffen. Die wirfst du nach Gebrauch einfach weg. So.
Das erinnert mich so ähnlich wie in früher. Früher war es ja so gewesen, du brichst dir den Arm, dann hast du den Arm abgerissen, dann ist er eine Woche später wieder angewachsen, ne? Das passiert allerdings, das kann allerdings mit zunehmendem Alter ein bisschen abnehmen, ne? Da kann man das nicht mehr so einfach machen. Da kannst du dir nicht mal einfach so den Arm abreißen, dann wächst du wieder nach, sondern ist halt weg, ne? Aber sobald, aber solange man noch jung ist, ne, da kann man das gerne mal regelmäßig machen. Da ist die Autostation, ich habe gerade schon gefragt. Gib mir ein Auto. Natürlich. Er kommt. Hi, Trider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. So, jetzt sind wir ja. Da lang, da hätte ich ihn. Ah ja, ich bin ja eh schon hier. Das passt. Hallo, er kommt. Ja, tot. Wer ist Weaver? In Chrome's Canyon, okay. Ach ja, das schwarze Brett aktivieren für irgendeinen Typen. Ja, das gehen wir auch noch hin. Das ist kein Problem. Da gehen wir einfach hin, weil dann alles kaputt und dann ist schon wieder gut. Hab dich nicht so. Steig ein, Mädel. Wir fahren los. Na gut. Lilith ist nicht so ein, die an hier irgendwelche Faxen macht, ne? Die steigt einfach ein. Die macht das dann einfach. Aber es gibt ein paar manchmal, aber es gibt ja einige andere Charaktere, die man spielen kann, ne? Die machen da schon irgendwelche Figurchen. Die regen sich dann drüber auf, wenn es wieder ums Autofahren geht. Catch a ride! Da. Teleportiere mich da mal hin, mein Kleiner. Ich sehe überall Kisten. Ich sehe Kisten. So. Da bin ich ja. Das wollte ich auch gerade sagen, mein Guter. Das schwarze Brett. Ist aber nicht sehr nett, ne? So werdet ihr niemals irgendwelche Mädels abbekommen. Nein! Oh! Ich dachte schon, meine Karre wäre jetzt wieder Schrott. Okay, sie ist so gut wie Schrott. Sie brennt bereits, aber hey! Es geht doch noch. Ich schwinge einfach ein bisschen den Schraubenschlüssel und dann geht das schon wieder. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Vor allem meine Karre ist so gut wie Schrott und trotzdem halten alle noch mit den Waffen drauf. Weil ich denke, die Karre ist gleich Schrott. Können wir das mal kaputt machen? Ja, können wir das Ding abnehmen? Wir haben da Macht von Gork und Morg. Ja, so denken die da. Die schmelzen direkt ein paar Gehirnzellen weg. West Commons East. Ach ja, mit der Brücke. Da kann ich mich noch erinnern. Na klar. Ich glaube, ich habe da mal Missionen erledigt. Da war ich auch ein bisschen heißer gewesen. So ähnlich wie jetzt. Nur halt noch ein bisschen schlimmer. Und, ja, da habe ich noch einfach mal ein paar Aufnahmen gemacht, wo ich einfach mal nichts dazu gesagt habe, wo ich auch einfach mal nicht gesprochen habe, ne? Da, wir sind richtig. Oder nicht. Warte, nee, da hoch. Sind wir jetzt nicht unbedingt, nein. Später müssen wir da hoch. Wir müssen erstmal zum schwarzen Brett. Ist ja weiter hinten. Hier hinten ist es ja, genau. Na, 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 nicht gleich hier solche Ausdrücke verwenden, ne? Na, da wollen wir mal. Hallöchen, Schatzbrett. Ach ja, bei dem Typen da, Moment. Hallo, Typi. Hast du was für mich? Ich hab die Macht von Gork und Morg. Das freut mich so an, Typi. Ein Klassenmod. Gift, innere Leuchten, Psychospielchen. Säureresistenz, das ist nicht das, was ich brauche. Sicherung für schwarze Brett, na bitte. Ich kann sogar in diesem Gebiet bleiben, ja, sehr schön. Hm, da ist mein Auto.
Er kommt. Ihr kennt das Spielchen. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Nein, 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 nicht gleich so grob werden. Knall sie alle ab! Ich hätte es irgendwie lustig gefunden, wenn er das abweggelassen hätte. Knallt sie alle. Hm, welche alle? Ich bin Leute. Ja, so sieht's aus. Ja, aber für PlayStation-Spiele, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Leute und nicht so, ey, ich bin Leute. So, ja, sind wir. Dezent wahnsinnig, aber wir sind da. Wir sind gekommen. Hallo, er kommt. Ach nee, da muss ich erstmal alles umgraben, nicht wahr? Gefunden. Autsch. Nichts mit Allahu Akbar. Jagt die mal nicht in die Luft, oder? Oh, ich hasse diese Viecher. Hast du was eben gesagt? Hast du was eben gesagt? Ja. Allahu Akbar ist nicht die Lösung, weißt du? Zumal Religion pure Zeitverschwendungen sind. Stirb! Alle Leute, gehen jetzt nach Haus. Wah! I want to teach the world to fetch in perfect harmony. Hey! Gut, ich brauche ein bisschen Feuer. Sehr feueranfällig. Da ist was faul, Nachbarschaft. Wen ruft ihr an? Invisible Man, let's begin your bed. Who you gonna call? Who you gonna call? Who you gonna call? So ein Riesenvieh, sag mal. Who you gonna call? Ich dachte schon, als Vieh hätte eine Sicherung gefressen, aber egal. Selbst so dämlich können die nicht sein. Toll, pass alle auf. Ruiniert mir meine neuen Schuhe, die ich mir geholt habe. Ich mag ein Zeug. Nike, meine Güte. Was sagt ihr eigentlich dazu? Weil ich habe gehört, ein paar Leute sagen auch Nike dazu. Nike-Schuhe, obwohl das ziemlich blöd klingt. Ich bin damit aufgewachsen, es das heißt Nike. Nike-Schuhe, nicht Nike. Das ist wahrscheinlich jeweils davon abhängig, aus welchem Bundesland man kommt, wa? So. Reloading. Du da. Ich sehe dich. Stirb. Nee. Okay, ich wollte gerade sagen, hat das Vieh mal wirklich eine Sicherung gefressen? Ihr fresst viel Munition, das sieht man. Ich lade nach, verwende dann die unendliche Schussknarre. Das Ding. Hier ist Vandal. Hm. Oh, warte mal, sehen Sie vielversprechend aus. Hm, wo ist die Sicherung? Wo ist die Sicherung? Komm schon, wo ist die Sicherung? Wo ist sie? Na komm. Ah, du bist die Sicherung. Dann aktivieren wir wieder das schwarze Brett. Na bitte, es geht doch. Kann man sich so wunderschön die Frisur reinreiben? Was denkst du, wie scheiße das denn aussieht? Hui. Es geht los, es geht los. Stirb! Ich wollte einfach so beim Vorbeifahren überfahren, aber egal. Egal. Heute bin ich so auf Krawall gebürstet, heute kriegt jeder ein paar aufs Maul. Es sei denn, er ist nur eine pure Zeitverschwendung in dem Fall. Lass mich in Ruhe. Was gibt's denn eigentlich schön? Es gibt was Neues für mich. Erhöhten Brandschaden. Phönix, Funke, Diva.
Ja, und ich habe jetzt nochmal, was genau? Ich habe hier Angriff, Diva. Ich habe hier sogar Diva. Angriff, Diva, Tranche auch gut. Girl Power. Psychospiele, okay, warte mal. Funke Phoenix Diva. Na guter Brandschaden. Nee, aber das Ding, was ich aktuell habe, ist besser. Ja, da brauchst du mehr Staub, das stimmt. Sollte ich mir vielleicht auch mal holen. Warte mal, Markus, hier, du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, pass auf. SMG-Speicherslots, ich hab doch genug Geld, sag mal. Rocket Launcher. Pistolen, Shotgun, SMG. Das kann ich nicht verwenden, also habe ich das Ding bereits, okay. Muss ich in der Story vorankommen, damit ich mir das holen kann, ist in Ordnung. Warte mal, hab ich mir die anderen schon gekauft? Warte mal, ich hab doch jetzt genug Geld, ne? Bevor das Geld dann weg ist, hol ich mir doch mal die anderen hier noch. Kostet 16.000, aber komm, hier. Ganz mal leise, ich hab genug Geld. Mal alles mitnehmen hier. Jetzt kann ich wieder mehr Munition mit allen rumtragen, das ist doch gut. Ihr Kumpel, hier, habe ich erledigt, ne? Kleine Gefallen, Spider-Ins töten. Ja, machen wir so nebenbei, ne? Oh, warte mal. Die ganzen Spinde öffnen wir doch gerne mal. So. Das Ding funktioniert nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, sobald ich die Spider-Ins getötet habe, kommt... Sobald ich hier die ganzen Spider-Ins erlegt habe, kommt wieder Klepto und sagt: Hallo Reisender, I'm in the middle of nowhere, am schwarzen Brett, neue Mission verfügbar. Und ich werde nur sagen: Aah! Ja, aber jetzt bin ich so aufgeregt. Ja, stirb. Ein Schiefchen. Zwei Schiefchen. Das große habe ich schon erledigt, ne? Ne, und noch ein großes. Mann, Mann. Boah, der brennt bereits. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Hätte ich meinem Mannführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, beinahe war jung. Den Abweg geführt und gemein. Mutter war eine Schneiderin, verkaufte diese Uniform. Meine Liebste ist eine Trinkerin. Ich gehe zurück nach Neu-Berlin, ein Getriebener von meiner Not. Den Rest meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Haus Abendrot. Auf den Arsch, auf den Arsch, auf den Arsch. Popospielchen. Huhu, Popospielchen. Bei dem Haus Abendrot. Oh, mitnehmen. Okay, ja, war der nicht getroffen, ne? Ist doch ganz geil, das Ding. Ich verwirre die Gegner sexuell. Dass sie nicht mehr wissen, ob sie ein Junge oder Mädchen sind. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Und was ist mit euch da draußen? Seid ihr Junge oder Mädchen? Das kann man bei euren Namen immer so schlecht lesen. Ich meine, klar, bei Namen wie Spaltenjodler 34 cm, da kann ich mir schon vorstellen, ja, das könnte eventuell ein Junge sein, ne? So kölsche Jungen mit ordentlichen Schlons zwischen den Beinen. Passt schon. So. Geh mal her, ja. Und bei dem Haus Abendrot. Geh mal her, ja. Danke. Mit Helena, warte mal, meinst du? Vor allem, ich hab's vorhin noch gesagt, ne?
Ja, bei Lina Pierce müssen wir noch das ganze Zeug abgeben. Irgendwas mit Ketzer gab es ja bestimmt noch hier. Ja, verstecktes Tagebuch, Schnitzeljagd, nochmal alles. Kein Problem, ich habe ja dafür Zeit. Ich habe hier noch 20 Minuten Zeit für die Aufnahme. Passt schon, passt. Ganz da unten, ganz unten. Okay. Ketzerei! Hütet euch vor den Alien, den Mutanten, den Ketzern. Solange die Feinde des Imperators atmet, kann es keinen Frieden geben. Wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Huldig dem Imperator. Der Imperator wacht über uns. Mein Glaube schützt mich wie ein Schild. Was soll ich tun? Heute wird der Feind die Angst kennenlernen. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Dieser Tag wird ein Glorie für das Imperium. Für den Imperator. Wir sind vereint unter seinem Banner. Mir nach. Für Terra. Wir kennen keine Furcht. Glaube und Ehre. Für die Ehre des Ordens. Ich diene der Menschheit. Zum Ruhme des Imperiums. Ich werde nicht versagen, bis der Dämon wieder im Warpraum ist. Geht vorsichtig und tragt eine große Waffe. Dieser Tag wird ein Glorreich für das Imperium. Für den Imperator. Wir sind vereint unter seinem Banner. Space Marines. Angriff. Kein Rückzug. Keine Kapitulation. Angriff. Ich schwöre, dass sie den Namen des Imperators kennenlernen werden. Jetzt, Schwestern. Im Namen des Imperators. Naja, diese Roritas-Schwestern sind aber auch nicht vom schlechten Eltern, ne? Diese Roritas, das sind mit so die man am meisten fürchten sollte auf dem Schlachtfeld, ne? Die haben es ganz schön in sich, ne? Die Mädels, die Frauen, die altehrwürdigen Damen. Die sind aber auch verdammt teuer, welche zu kaufen hier, ne? Habt ihr mal gesehen, wie teuer die Modelle sind? Die sind verdammt teuer. Obwohl die jetzt nicht mehr aus Metall sind, ne? Na, es gibt jetzt welche, es gibt jetzt Modelle, die sind jetzt aus Metall, aber die sind jetzt trotzdem ziemlich teuer, sind die. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen gehabt. Nee, vorher waren die aus Metall, jetzt sind sie aus Plastik. So rum. Autsch. Da sind wir richtig. Ich hätte schwören können, dass noch irgendwelche Idioten da bei der Hütte rumhängen, aber egal, dann halt nicht. So, Mission abgehakt. Dann machen wir jetzt nächstes. Versteckte Tagebücher. Ach, guck, wir sind gleich in der Nähe. Hin da. Kommen wir jetzt noch um die Tagebücher. Wir schnappen die uns mal ganz schnell. Warum hat Petrusha Tennis die wohl überall verstreut? Ich habe keinen blassen Schimmer. Vor allem, wie ist die Frau da überhaupt hingekommen? Man weiß es nicht. Kann man da auch sehr schlechten Reihen drauf machen. Die muss ja einmal wirklich über ganz Pandora gewesen sein. Nur um dann einen Anfall von Wahnsinn über ihre Tagebücher zu verteilen. Tag 578. Seit 3 Tagen kein Schlaf. Gerade gab's Essen. 6 Käfer in alphabetischer Reihenfolge. Carabus Aurutinens als Vorspeise und Tetrix undulata als Dessert. Die Daten, die sich aus der Entzifferung ergaben, lassen mich auf den Ort dieses Ereignisses schließen. Und ich glaube, damit ist die Öffnung der Kammer gemeint. Echo Recorder und ich sind nicht mehr zusammen. Aber wir bleiben Freunde, damit ich weiterhin diese Nachrichten aufzeichnen kann. Er ist einverstanden, weil wir diese Sache zu Ende bringen und die intensive Suche nach der mythischen Kammer dokumentieren müssen. Sie ist kein Mythos. Es gibt sie wirklich. Genau. Manchmal wünschte ich, ich hätte diesen Auftrag hier nie bekommen. Dahl will, dass ich abreise. Zeit zu gehen, hieß es nur. Alle anderen sind schon weg. Bis auf die Kriminellen, die sie freigelassen haben. Das sind nicht meine Freunde. Ich wollte auch schon packen. Aber dann habe ich etwas entdeckt. Ich glaube, es ist ein Schlüssel zur Kammer. Das beweist, dass es sie wirklich gibt. Hier auf Pandora. Und sie könnte mein werden. Ich habe auch errechnet, auf etwa 6 Monate genau, dass es beinahe 200 Jahre her sein muss, seit die Kammer zuletzt geöffnet wurde. Wenn ich jetzt abreise, bin ich nie im Leben rechtzeitig wieder hier. Ich bleibe. Vielleicht gewinne ich doch ein.
Lass lieber stecken, Tennis. Die wollen dich doch alle nur, du weißt schon. Heute ist mein Geburtstag. Ich war sehr lang allein. Heute Morgen kam zufällig ein Sterbling in mein Dorf gestreut. Und ich ließ ihn sich ein wenig umsehen, bevor ich ihn erschoss. Ich habe es sofort bereut. Ein bisschen menschlicher Kontakt wäre doch nett gewesen. Ich habe ihn Leslie getauft und mir ausgedacht, dass er eine schwere Kindheit hatte und immer gehänselt wurde wegen seines Mädchennamens. Und dass er deswegen kriminell wurde. Er hatte ein Tattoo am Hintern. Ein Fischer stand da oder so etwas Ähnliches. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Jedenfalls bewahre ich das Schlüsselfragment ab sofort woanders auf, wo es sicherer ist. Das ist äußerst wichtig. Ich habe es einem Mann namens Crazy Earl gegeben. Der mag keine Menschen. Bei ihm ist der Schlüssel... Na, bitte, jetzt immer richtig. 684. Anscheinend kann ich das Camp nicht mehr verlassen. Ich habe alle nötigen Informationen beisammen, um die Kammer finden zu können. Aber bei jedem Versuch, von hier aufzubrechen, überkommt mich eine unsagbare Angst und lähmt mich. Ist wohl irgendeine Art Psychose. Jedenfalls sitze ich hier fest und ohne Hilfe von außen geht's nicht weiter. Ich werde zu... Tennis hat das abgebrochen, was ich eigentlich sagen wollte. Seltsam. Muss so kaputt gewesen sein, das Aufnahmeding. Bunte Farben. Immer her damit. Ich wollte ja immer schon mal ein pinkes Auto fahren. Das richtige Pink, das Rosa. Das sind doch ein paar schöne Farben. Bevor ich die Echo-Aufzeichnungen so weit wie möglich verstreuen werde. Mein Echo-Recorder ist ganz klar verrückt geworden. Und wenn ich nicht aufpasse, drehe ich auch noch durch. Wenn ich diesen hinterhältigen Recorder los bin, komme ich zurück und forsche weiter. Patricia Tennis. Ende. Ja, ja. So ein bisschen Gänsehaut habe ich schon, wenn ich ehrlich bin. So, die Belohnung war jetzt nicht so gut, aber die Funktion war gut. Wie bitte, Markus? Wer sollte ich sein? Der Mann, der die Kammer findet? Der Knight Rider? Wer sollte ich sein? Man weiß ja nie, was die damit meinen. Die sprechen aber auch nicht so deutlich, ne? Mit Helena Pierce gesprochen. Das können wir in Schnitzeljagd, Shotgun... Kreis des Gemetzels können wir noch machen. Na, guck an. Na, machen wir später, ne? Wir wollen nicht unbedingt sterben. Shotgun. Ja, wo ist denn da? Wo muss ich da vorhin? Ach, da drüben muss ich da vorhin. Guck an, ja, das sehe ich von hier aus. Okay. Auto, wir haben was zu erledigen. Wir müssen Teile für eine Shotgun finden, bevor es dann nach Sniper Island geht. Kommst du mit? Na, bitte. Nicht vergessen, Chrome's Canyon ist Sniper Island. Ja, das ist es. Ganz genau. Ja, wie fahre ich da ein bisschen rum? So, jung. Doch, ich kann da durchfahren. Ja, ach, da, ich erinnere mich. Ja, es ist schon mehr als auf dem Weg zu... Sniper Island, ich erinnere mich noch. Ja. Ich habe auch schon mal gezeigt, wo ich hier meine erste Truhe geöffnet habe, ne? Ach ja, das weckt schon Erinnerungen. Wo ich zum ersten Mal Borderlands gespielt habe, da haben wir uns auch auf dem Weg nach Sniper Island gemacht. Mein Kumpel, der hatte das Spiel schon... Anfang der Woche gehabt. Und der hat zwei Charaktere gespielt, ne? Der hatte... Rowland hatte der ordentlich hochgezogen. Ich glaube auch so Level 25, 27 in die Richtung. Und Brick, der war halt nicht ganz so stark wie Rowland. Er war Brick, ich war Rowland. Und dann haben wir uns auf dem Weg nach Sniper Island gemacht, ne? Das war ziemlich cool. Also Chrome's Canyon, dahinter. Dahinter mit den ganzen Geschützen und so. Da kam man halt als Brick halt nicht durch. Und da hat er halt Hilfe von mir gebraucht, als von Rowland. War schon ziemlich cool. Ja, das war jetzt so meine erste Borderlands-Erfahrung überhaupt, ne? Da haben wir einen Teil. Da
drüben am Haus. Ja, da muss ich auch hin. Okay. Oh, warte. Oh, warte. Oh, bevor ich hier vorbeispringe, war. Hier, mitnehmen. Meins. Das andere Teil war, glaube ich, unten, oder? Nee, nochmal nachdenken. Komm, graue Zellen. Nee, das war nicht da unten. Das war, glaube ich, hier sogar direkt am Anfang. Warte mal. Na? Da, hier, genau. Mensch, hab ich alle Teile beisammen? Na, es ging ja schnell, sag mal. So erledigt, wir holen uns mal die Belohnung. Obwohl ich bezweifle, dass die Shotgun mir sehr viel weiterhelfen wird. Ich glaube, das ist einfach nur ein Ding, was ich dann beim nächstbesten Automaten verkaufen werde. Ich gebe Gas. Das macht Spaß. Sniper Island, meine Lieben. Sniper Island. Da werden wir uns auf den Weg hin machen. Also theoretisch, ich gucke auf die Uhrzeit und merke, das könnten wir theoretisch noch schaffen. Komm, weg damit, verkaufen wir gleich. Wo ist die Shotgun? Das ist die, nicht wahr? Ja, jetzt gehen wir auch mal weg, wenn wir schon mal hier sind. So, schnell jetzt nach New Haven. Wir müssen noch schnell was abgeben hier. Eine Schnellreise gab es hier nicht, ne? Nee. Doch, da oben. Aha, da oben. Warte. Da war das doch mal schnell. Nicht, dass dann irgendwelche Leute auf die Idee kommen, mir zu sagen, hey, du hast eine Schnellreisestation übersehen. Hier, da oben, Schnellreisestation. Na bitte, und weg hier. Da habt noch New Haven. Die Time nochmal schön, die Stimme ein bisschen ölen. Schön. So. Helena Pierce. So begegnet man sich wieder. Dach. Das Ding werden wir auch mal nochmal ganz schnell los. Ja, damals war es so gewesen, damals hast du noch irgendwelchen Schrott bekommen. Das ist dann erst später gewesen, wo du dann richtig gutes Zeug bekommen hast. Ey, das Ding sieht auch ziemlich lecker aus. Geile Raketenwerfer, den würde ich zu gerne haben. Aber mitnehmen, ich habe ja genug Geld, meine Güte. Was soll der Geiz? Schön, das Ding wollte ich weghauen. Hier, zack. Gut, auf nach Sniper Island. Was sagt ihr? Was sagt die Zeit? Okay, das können wir noch schaffen, nach Sniper Island zu kommen. Wir versuchen, nach Sniper Island zu kommen und dann töten wir einfach eine ganze Menge fieser Typen. Nee, West Commons East, wo ist denn das? Hier, nein, West... Doch, West Commons East. Doch, passt. West East. Aber warum steht denn da in der Beschreibung da Underpass und Middle of... Okay, das passt schon. Oh, nee, ist gut. Nee. Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ist gut. Passt schon. Es gibt Dinge, die hinterfrage ich einfach mal gar nicht. So, dann machen wir uns auf den Weg nach Sniper Island und dann werden wir im kommenden Part Chrome töten. In Chrome's Canyon. Ja. Yeah. Willkommen auf Sniper Island, wird es dann heißen. Ja. Yeah. Ja, je nachdem, wie lange ich dafür brauchen werde, ne? Aber Sniper Island, das ist schon, ne? Weckt ein paar sehr schöne Erinnerungen bei mir. Sniper Island. Ich komme auf nach Sniper Island. Da lang. Was gibt's denn da zu glotzen, ne? Ich werde ja einfach passen, dass noch dein Ahn der Schädel brummt. Jau, sei ganz lieb und sing mir nach. Yomo Gledai Weidi Tau. Yomo Gledai Weidi Tau.
Ich verschwende meine Zeit mit diesen Waschlappen. Nee, mit diesen Weichei. Weichei, sag's nochmal, du schlaffe Nudel. Entschuldigung, Link. So, wir sind richtig. Sniper Island. Wir sind auf Weg nach Sniper Island. Pass auf. Vielleicht kommen die ganzen Geschütze, die uns kaputtballern wollen. Ah, ich sehe schon. Ja, ja. Aber die werden es nicht aufhalten. Wir werden es noch Sniper Island schaffen. War Rakete! Ja, wir sind hier gerade in irgendeinem Weltkrieg gelandet, ne? Da oben ist hier das Ding. Ich sehe es. Und es sieht auch mich. Wir schauen uns beide an. Sniper Island, ich komme. Das Geschütz ist kaputt. Okay, nächstes bitte. Da oben, dich sehe ich auch. Erwischt. Kaputt. Oh. Ist da jemand traurig? Ja. Wenn mich geist fürchte, ist noch irgendwo ein Geschütz. Da oben! Und weg hier. Boah! Da lang immer schon weiter rennen. Beine durchdrücken. Schön die Beine durchdrücken. Ja klar. Sniper Island, ich komme. Ja, sehr schön. Ich hab's auf Sniper Island geschafft. Na, bitte. Boah, ich bin heute wieder so ein knackiger Kerl. Na, wunderbar. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier in Sniper Island ein bisschen aufräumen. Bis dann würde ich sagen, passt auf euch auf. Ciao.